So, jetzt erstmal reinziehen und die Informationen sammeln, wie Arda nach New York joggen will. Coole Hintergrund, coole Atmosphäre. So Leute, herzlich willkommen beim neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute ein bisschen andere Umgebung. Wichtiges Video für mich, großes Announcement. Also dieses Projekt planen wir schon seit gefühlt, glaube ich, ein halbes Jahr. Waren viele Sachen im Hintergrund zu regeln. Ich weiß, es gab immer viele Fragen von euch mit, wann ist dein erster Wettkampf, wann kommt etwas von dir. Ich hoffe, dass ich jetzt mit der Sache euch nicht enttäuschen werde. Ich sage ehrlich, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es eine sehr lange Vorbereitungszeit war, um das alles jetzt möglich zu machen. Die ganze Infrastruktur, die im Hintergrund geplant werden musste, die über mehrere Monate ging. Mein Training, ihr verfolgt mich ja, ihr wisst ja, was ich so tagtäglich mache. Habt ihr auch in den letzten Vlogs überall gesehen, immer mein Day in Life von Cyborg. Sondern es hat auch natürlich zu dieser Sache gedient. Also das ist bis jetzt wirklich die krasseste Herausforderung, der ich jemals gegenüberstand. Ich bin sehr heiß drauf. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Es könnte alles Mögliche passieren. Tag für Tag werde ich versuchen, an meine Grenzen zu gehen, mich selber auf ein neues Level bringen und... Ich frage mich, wer ihn auf diese Idee gebracht hat. Er selber oder wie ist er dazu gekommen jetzt, Bruder? Man merkt auch, er ist ein bisschen nervös, um das zu sagen und alles. Er stellt sich, das ist so eine Herausforderung, die er so wirklich jetzt machen will. Man merkt es auch, dass er ein bisschen nervös ist bei diesem, obwohl es nur ein Video ist. Er kann es ja auch wieder rauscutten, aber wie er es da erzählt, ist schon krass. Ich werde einen 3000 Kilometer Ultramarathon laufen von Berlin nach New York. Also die Strecke wird ungefähr 3000 Kilometer. Natürlich weiß ich nicht, es könnte auch mehr sein, weil ich bin die Strecke. Und danach, Bruder, was ist danach dein Projekt? Einmal ums Ozean, um den Ozean joggen oder keine Ahnung, vielleicht, weiß es nicht, einmal um den Mond mit Anzug von Ding, NASA. Hauptsache irgendwas aus, Bruder, der Junge ist. Das ist zu krass. Das ist zu krass, Bruder. Es ist wirklich krass. Also von Berlin nach New York. Was ich persönlich krass finde, wäre, wenn er zum Beispiel von Süddeutschland bis nach Berlin joggen würde oder so. Das wäre zum Beispiel krass. Aber jetzt will ich wissen, wie joggt man nach New York? Wie, Bruder? Da ist doch ein Meer dazwischen. Oder gibt es eine Abkürzung, von der ich nichts weiß? Ich bin noch nicht gelaufen. Es könnte mehr sein, aber auf jeden Fall nicht weniger. Was heißt Ultramarathon? Heißt, alles über einen Marathon ist ein Ultramarathon ab 50 Kilometer. Ich werde versuchen, daily einen Ultramarathon zu laufen, um schnellstmöglich nach New York zu kommen. Und wie lange ich dafür brauchen werde, werden wir sehen. Auf jeden Fall werde ich mein Bestes geben. Mich wird ein Kamerateam begleiten, um für euch den bestmöglichen Content abzuliefern. Bruder, der arme Kameramann muss ja mitjoggen. Muss der Kameramann mitjoggen oder wie will er das aufnehmen, Bruder? Der arme, der ist mit Kameramann. Arda läuft, der ist so, Arda, bitte lass jetzt eine Pause einlegen. Ich kann nicht mehr, Arda. Liefern. Es werden euch drei Videos. Arme! Oder mit was will er mitlaufen, Bruder? Ich verstehe das nicht. Oder hat er ein Fahrrad? Oder lassen die mit Drohne? Wie wird das aussehen? Ich bin echt gespannt. Erwarten. Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Okay, drei Videos pro Woche. Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Jeweils zwischen 17 und 18 Uhr ungefähr werden die online kommen, die Videos. Es wird einen Live-Tracker geben mit GPS, wo ihr mich nachverfolgen könnt. Okay. Jeden Tag, wo ich, wie lange ich laufe, wie lange ich gelaufen bin, wo ich mich gerade befinde. Oh, GPS-Tracker ist cool. Also solange er in Deutschland sich aufhält, wisst ihr ja, Ardas Standort. Der arme Bruder, der ist einfach im Hotel, der will chillen, Bruder. Auf einmal klopft es an der Tür. Hallo, haben Sie 20 Pizzas bestellt? Damit das auch alles für euch nachvollziehbar ist, wo ich mich gerade befinde, an den... Ich würde aufpassen, Bruder. Ich würde erst nach Deutschland, würde ich diese GPS anmachen. Tagen, wo keine Videos kommen. Es wird natürlich nicht nur eine gerade Strecke sein. Es werden ein paar tausend Höhenmeter erwarten. So um die 20.000. Boah. Kann auch mehr sein. Das sind ungefähr die Daten, die ich weiß. Unter den Höhenmetern kann ich mir jetzt nicht so viel vorstellen, sage ich euch ehrlich. Für mich persönlich hört sich das jetzt nicht so viel an. Ich weiß nur, dass es zweimal der Mount Everest ist. Ja. Von der Höhe her. Krass. Aber wenn es auch mehr sein sollte, sollte es auch kein Problem sein. Wie gesagt, ich bin allem gewappnet. Ich hoffe, egal welchem Wetter, egal was auf der Strecke kommen wird, ich werde mein Bestes geben, um mich durchzuboxen. Ich persönlich weiß nicht, wo ich schlafen werde in der Zeit. Ich habe auf jeden Fall ein Zelt eingepackt. Wird wahrscheinlich öfters auch draußen sein. Aber ja, mal gucken. Ich bin für alles bereit. Wir werden euch versuchen, die Ja, ne, warum nicht? Ne? Ist ja egal, ne, was kommt. Das ist aber auch krass, das habe ich gar nicht bedacht, Chat. Überlegt mal, Wetter spielt ja auch ein großer Faktor. Stell dir mal vor, es kann alles passieren. Jedes Wetter, Gewitter, Regen, bis hin zu brutaler Kälte, bis hin zu brutaler Hitze. Boah, das ist nicht so einfach. Bestmöglichen Einblicke dort zu geben.
mit der bestmöglichen Qualität. Also das wird auf jeden Fall nicht so wie mein Daily Vlog sein mit dem Handy, sondern wir werden versuchen, wirklich Doku-reife Videos zu bringen. Das ist nicht meine Baustelle, das macht das Kamerateam. Aber ja, mein Part wird sein, laufen zu gehen und Kilometer abzureißen. Was wird ist euch das erwarten? Dann kein Weltrekord eigentlich, ich hoffe, Chat? Auf eure Unterstützung, aber ihr unterstützt mich eh eigentlich immer bei allen Sachen, die ich mache. Dafür bin ich euch sehr dankbar. Und es geht am 16.04. los, also heute in, nee, das Video kommt am Sonntag, also am 7. in 10 Tagen, fängt die Reise an, Berlin-Brandenburger Tor starten wir. So kommen wir zu der Route. Viele werden sich wahrscheinlich denken, okay, wie kommt der über den Atlantik? Also die Route wird so sein, ich werde von Berlin starten und werde... Okay, warte, er geht von Berlin rüber nach Spanien. Italien geht er nicht, okay. Wieso hat er nicht kurze Zwischenstopp in Türkei gemacht, ja? Okay, dann geht er wahrscheinlich hier runter. Okay, warte, jetzt hört zu. Bis nach Porto laufen. Aha. Porto ist die westlichste, ist der westlichste Teil. Also ab da kommt das Wasser. Von da werde ich dann nach Boston fliegen. Boston ist auch der östlichste Teil, genau an der Grenze am Wasser. Also ich überspringe sozusagen nur das Wasser. Keine Laufstrecke wird übersprungen. Ich werde jeden Kilometer laufen, den es zu laufen geht. Ich werde in Boston landen und von Boston werde ich dann nach New York laufen. Genau. Boah, das ist sportlich. Von Boston nach New York ist schon krass. Das ist mit dem Auto 4 Stunden, 216 Meilen. Ey, dass die Amerikaner alles in Meilen machen, Bruder. Mach doch einfach, wieso können nicht die ganze Welt eine Ding haben? Das sind 400 Kilometer, okay. Das sind 400 Kilometer zwischen Boston und New York. 400 Kilometer ist sportlich. Genau, das wird die Route sein. Ich werde durch Deutschland laufen, Belgien, Frankreich, Spanien, Portugal. Und dann von Boston nach New York. Das wird die Route sein. Was mich erwarten wird, Berge, Regen, was auch immer, Hitze, weiß ich nicht. Ich bin für alles bereit. Warum eigentlich New York? Warum eigentlich New York? Ich war noch nie in Amerika, ich war noch nie in New York. Und ich dachte mir, Cybox laufen hin. Deswegen, Cybox Season 24, Berlin zu New York. Let's go. Krass. Krass. Aber ich glaube, ich weiß, wo ich auch... Gib mir das, was ich brauche. Also Props. Kann nicht jeder von sich behaupten, dass er sowas machen kann. Ich wollte auch schon immer nach Amerika, aber Bruder, ich glaube, das hört sich halt auch richtig, richtig krass an. Ne? Das ist wirklich, Bruder, so, also von Berlin nach New York. Das hört sich halt nochmal krasser an, wie ich jogge um Deutschland. Ely Stream. Ich habe das sogar immer hier parat. Aha. Good road, sehr gut. Gut ausgeübt.